Wenn das ist wieder... Nö, es war ein Zombie diesmal. Ich dachte, es wäre wieder so eine hässliche Spinne. Wag dich. Und du auch. Bleibt weg. So. Gut, der Zombie hat sich dort im Wasser verkantet. Fertig. Und hier haben wir sogar noch ein kleines Stück Wiese. So, jetzt brauche ich... toll gemacht, Iroh. Verbaue dich selbst. Na gut, dann warten wir jetzt erstmal, bis es Tag wird. Und haben wir das Weizen noch dabei? Ja, das haben wir noch dabei. Idealerweise setzen wir uns jetzt hier einfach mal so ein Ding hin. Spinne, von da. So, kommt meine kleinen Schäfchen. Oh, ja. Kommt doch mal durch hier. Oh, guck das freundlich. Ja. Leute, machen wir erstmal. Dich brauche ich. Dich nicht. Oh, jetzt habe ich ein Weißes getötet und das war, glaube ich, das freundlich Guckende. So. So was hätte man natürlich hier auslese. So, du kommst mit. So, brave Schäfchen. So, wir könnten uns eigentlich gleich schon ein paar Scheren mitnehmen. Die könnten wir uns jetzt eigentlich schon mal holen. Und eigentlich könnten wir das hier so lassen. Ich meine... praktisch ist es. Auf eine skurrile Art und Weise. So. Das heißt, ich bräuchte jetzt noch einen zusätzlichen für die andere Seite. Das heißt, man macht hier quasi Schafüberführungen von A nach B. Und dadurch, dass das hier weit genug weg ist vom ursprünglichen Spawner. Spawn hier in der Mitte immer wieder neue. Eine gute Idee eigentlich. Sollte ich mal fürs Let's Play gebrauchen. Nicht fürs Let's Play, da machen wir es ja gerade. Yay! Nope, nicht so schnell. So, was holen wir uns jetzt? Wir holen uns rote Farbe. Wir holen uns mindestens 10 Scheren. Nimm lieber Eisen mit. Ah, das Wüstenbiom. Ah, das Ende des Wüstenbioms. So, zumindest die drei wichtigsten Spawner haben wir jetzt. Schaf, Kuh und Schwein. Bin mal gespannt, was so ein Pferd droppt. So, der kommt erstmal hier rein. Da haben wir noch eine Angefangene, da haben wir noch eine Angefangene. Ansonsten nehmen wir Eisen mit. Ja, damit sollten wir erstmal hinkommen. Dann laden wir sinnlosen Krempel einfach mal aus.
Der Weizen bleibt einfach mal bei uns. Sinnloser Krempel ist jetzt alles, was irgendwie nicht gerade benötigt wird. So. Das wird auch nicht benötigt. Die eine Kiste, die wir hier haben, die ist eigentlich viel zu wenig. Legen wir es hier rein. Irgendwann sortieren wir alles wieder. Das machen wir garantiert. Nee, du kommst in eine andere Kiste. Du auch. Du auch, aber du nicht. Ja, jetzt habe ich das ganze Holz abgelegt. Huch. Das brauchen wir ja noch. Das. Du nicht. Das und das. Das nehmen wir mit. Es wird benötigt. So. Eisen brauchen wir. Die Eisengitter kommen hier drüben rein. Genau wie jetzt die Ersatzwerkzeuge. Zack, zack und zack. Der Eimer kann auch hier rein. Oh, das war's. Den Rest nehmen wir mit. So. Hier bei den Treppen, bei dem Übergang probiere ich jetzt mal was Neues aus. Das sieht dann so aus. Ja, an sich auf jeden Fall nicht schlecht. Ist zwar nicht gerade jetzt monstersicher hoch 10, aber das muss es ja auch nicht sein. Sobald wir dann weiterbauen, machen wir die vorderste Reihe weg. Und dann haben wir nur noch hier. Ach, jetzt haben wir die Farbe vergessen. Egal, weiße Schafe haben wir hier und rote Farbe suchen wir jetzt einfach mal. So eine nette kleine Wanderung, die haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Deshalb laufen wir jetzt einfach mal in die Richtung hier und suchen rote Blumen. Und gucken mal, was uns noch so alles begegnet. Na gut, in der Richtung sind wir jetzt schon ein paar tausend Mal gelaufen. Aber wir haben Blumen, glaube ich, nie wirklich gepflückt. Da sind gelbe Blumen, noch mehr gelbe Blumen. Wir können auch Ottos Leuchtturm bauen. Gelbe Wolle und rote Wolle. Das wird dann unserem kleinen Hafen noch so den letzten Schliff geben. Unsere Wüste, ja, da hinten sieht man ja unsere Graspipeline, nenne ich sie einfach mal. Gelbe Blumen. Ja, man muss sagen, dass die roten Blumen wirklich seltener geworden sind. Oder waren sie das schon immer? Ist mir das nie aufgefallen? Das sieht jetzt auch so richtig wie ein Drecksloch da aus, wie die dunklen Flatschen dahin geknallt sind. Blümchen, Blümchen. Wo seid ihr? Du bist gelb, dich mag ich nicht. So. Eine kleine Waldwanderung gefällig. Gefälligst. Was ist das denn da? Ist das unsere ganz alte Höhle, die wir da jetzt durch Zufall haben? Nee, aber da ist Eisen drin.
eine Höhlenexpedition ist es jetzt zu spät, würde ich fast sagen. Allerdings, wir haben kein Dings dabei, keine Fackeln. Huch, da will ich jetzt nicht reinfliegen. Wenn einer rote Blumen sieht, dann bitte aufschreien und jubeln und Hussassa und so alles. Ich sehe nur überall gelbe Blumen. Vielleicht sollten wir die gelben Blumen auch mitnehmen. Dann fallen die anderen wesentlich mehr auf. Hier ist nochmal Eisen. Das nehmen wir jetzt einfach mal so alles mit. Wenn wir schon keine Blumen finden, dann wenigstens Eisen. Aber ich glaube, wir haben auch so roten Farbstoff kaum was auf Lager. Es ist ja immer so das Problem, dass man an die roten Blumen nicht so einfach drankommt wie an die gelben. So, die wilden Schafe, die lassen wir leben. Denn da warten wir immer noch auf den Tag, an dem sie Hammel droppen. Und dann würde es sich lohnen, sie abzuschlachten. Und solange lassen wir sie einfach verweilen. Auch eine schöne Höhle hier. Und überall immer ein Eisen drin. In jeder Höhle, wo wir bisher waren. So. Ein Schneebiom. Ein zukünftiges Schneebiom. Wird es jetzt schneien, wird der Schnee liegen bleiben. Aber vielleicht sind ja bald die Schneebiome schon wieder Vergangenheit, denn es, das war ja jetzt in Twitter groß zu lesen, hat der gute Dinnerbone ja gesagt, dass es sehr interessant wäre, jetzt Seasons einzubauen. Also Jahreszeiten auf Deutsch. Das bedeutet Sommer, Herbst und Winter. Vielleicht dann auch, dass im Winter die Nächte länger sind als im Sommer. Im Sommer hat man dann kaum Nacht. So wie es dann auch... Oh, sieht das wüst aus hier. Wie das dann auch im RL ist. Im Winter könnte es schneien, im Sommer schmilzt der Schnee. Ah, hier sind wir schon wieder jetzt in neueren Biomen. Aber keine Blumen. Da unten sind wieder ein paar gelbe. Die nehmen wir jetzt einfach mit. Zumindest ja so ein bisschen Herbalism leveln. Kräuterkunde. Dann ist zumindest die Chance höher, wenn wir dann auf eine rote Blume treffen, dass wir vielleicht einen Doppeldrop auslösen. Sprich, dann würden wir zwei zum Preis von einem kriegen. Boah, das Gebirge sieht ja mal Hammer aus. Vor allem, es sieht so heile aus. Na gut, dafür hat man in der Nachbarschaft direkt einen Biombruch. Da ist eine Kuh im Wasser, die lassen wir einfach mal weiter schwimmen und planschen. Denn jeder mag fröhliche Kühe, denn die legen glückliche Eier. Und jeder weiß, aus glücklichen Eiern schlüpfen glückliche Schweine. So, da hatten wir gerade schon Doppeldrop. Also man sollte ja nicht überbewerten, aber wir haben jetzt gerade eine Doppeldrop-Chance von 3,8%. Das ist eigentlich schon einiges. Ich finde es schade, dass die Gewässer auf der Minimap so... Ah, schaut mal! 1, 2, 3, 4. Nett. Dann würde ich sagen, wir bleiben einfach mal hier in der Gegend und suchen weiter. Das sieht aus wie so ein natürlicher Hafen auf der Minimap hier vorne, diese Schnauze. Oh! Es ist nicht gerade ein natürlicher Hafen, aber ich weiß genau, wo wir gerade sind. Vielleicht haben wir ja hier noch ein paar Blümchen im Lager. Dass es uns hierhin verschlagen hat. Zumindest wissen wir von hier, wie wir auf jeden Fall wieder zurückkommen. Das ist nicht schwer. Oh, ich weiß noch, die Mine hier hat richtig Fun gemacht.